Ja, was ist das denn? Das ist eine Leiche. Mal sehen, was haben wir denn da? Leiche, männlich, circa 1,75, groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt, Fundzeit 10.15 Uhr vor dem Gymnasium. Wie schreibt man Gymnasium? G-Y-G-Ü? Komm, schläf mal darüber, da ist die Post. Jo. Die Wochenshow, die witzigsten aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Erste Sonnenstrahlen, Scharping fährt wieder Rad. Endlich, Christiane Herzog hört mit dem Saufen auf. Und Wahnsinn, erste Wildwasserbahn in Chemnitz eröffnet. Das Top-Thema dieser Woche kommt aus der Welt des Showbiz. Traumfrau Verona Feldbusch ist verliebt. Bereits in der kommenden Woche möchte sexy Verona mit ihrem neuen Lover eine gemeinsame Wohnung beziehen. Ex-Mann Dieter Bohlen äußert sich skeptisch. Bei mir konnte sie nicht mal die Betten beziehen. Was in der kommenden Woche sonst noch Ungeheuerliches auf sie zukommt, das sehen Sie exklusiv in der Wochenvorschau. Montag. Beim Besuch einer Berliner Baustelle gerät Bundeskanzler Schröder mit seinen Füßen unter eine Dampfwalze. Zwar passiert dem Kanzler nichts Ernsthaftes, doch muss er sich nun mit Schuhgröße 58 begnügen. Dienstag. Aus Angst vor den ersten Fältchen nimmt Claudia Schiffer ein bisher unerforschtes Präparat gegen Hautalterung ein. Doch das Medikament lässt sie nicht nur um 30 Jahre altern, sondern auch 30 Kilo zulegen. Mittwoch. Heinz-Harald Frenzen unterbricht Testfahrten im englischen Silverstone und nimmt an einer Reserveübung als Panzerfahrer teil. Wie in der Formel 1 fährt Frenzen auch hier Kampflinie. Donnerstag. Dolly Buster büffelt für ihren Führerschein. Die theoretische Prüfung absolviert sie mit Bravour, bei der praktischen macht sie keine so gute Figur. Okay. Oh, wie scheiße. Freitag. Die drei Tenöre beenden ihre musikalische Karriere. Sie starten eine sportliche Laufbahn und nennen sich fortan die drei Wasserskifahrer. Deutschlands Ärzte sind sich einig. Gut zwei Drittel aller Bundesbürger leiden unter dem ständigen Wechsel von warm und kalt. Der Rest verzichtet auf Kneippkuren. Wie man in Deutschland mit den frostigen Außentemperaturen klarkommt, das versuchten wir durch unsere Umfrage herauszubekommen. Wieder einmal ist es kalt geworden in Deutschland. Darf ich Sie fragen, wie kommen Sie mit dem überraschenden Kälteeinbruch zurecht? Ich sage immer, man muss nur das Richtige anziehen, dann macht einem die Kälte nichts aus. Ja. Manchmal kommst du da. Das habe ich auch meinem Mann gesagt und den habe ich überzeugt. Wovon haben Sie ihn überzeugt? Dass er lange Unterhosen trägt. Ne? Anfangs hat er sich wahnsinnig geziert, hat gesagt, lange Unterhosen, das ist nicht männlich und so. Hab ich gesagt, aber frieren ist männlich oder was? Da war er still. Ne? Manni, kommst du bitte? Tja, Ja, ist doch schick. Totschick, ja. Stichwort Kälte, was tun Sie dagegen? Ja, hier zum Beispiel einen schönen Glühwein. Ja, Glühwein, ja. Oder ein paar leckere heiße Pommes hier. Aha. Und wie ist es mit Bewegung? Ja, am besten mit einem Hund zum Beispiel, ja? Ich zum Beispiel hier, mit Bello. Bello, komm. So. Stichwort Kälte, was halten Sie davon? Also ich finde es echt, der von dem Fernseher scheiße Sache. Ja, aber bitte nicht so laut, es schauen Kinder zu. Ich finde es echt scheiße. Wieso? Ah, wirklich, sehr schön, echt. Also, Exhibitionismus macht bei der Kälte echt keinen Spaß. Wie kommen Sie denn mit der Kälte zurecht? Ja, überhaupt nicht. Ne? Durch diese Kälte ist alles so was von tiefgefroren. Ne? Ich komme mit der Arbeit ja nicht mehr voran. Ne? Gucken Sie mal hier. Ja. Das ist die letzten 6 Stunden Arbeit, das, was Sie hier sehen. 6 Stunden haben Sie dafür gebraucht. Das ist die Wintersaat, nicht wahr? Was denn für eine Wintersaat? Sie pflanzen doch hier was. Sie sind doch der Gärtner. Ne, ich bin kein Gärtner. Was sind Sie denn dann? Oh, oh. Zurück zur Wochenshow. Die Finanzwelt, meine Damen und Herren, ist erschüttert. Der Euro nimmt immer mehr ab, aber
Von offizieller Seite kümmert man sich um dieses Problem. Eine Unterkommission des Europäischen Parlaments beschäftigt sich ausschließlich mit der Währungsfrage. Die Präsidentin dieser Kommission ist heute hier zu Gast. Begrüßen Sie mit mir die EU-Unterkommissarin Heide von Banks. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Banks. Guten Abend, Herr Lüth. Guten Abend. Frau Banks, die EU ist, wie ich eben schon angedeutet habe, unzufrieden mit der Entwicklung des viel zu weichen Euro und hat Ihre Kommission damit beauftragt, die Lösung dieses Problems zu finden. Ja, Herr Lüth, da haben Sie ganz recht. Das haben Sie richtig formuliert. Und ich als Währungsbeauftragte des Europäischen Parlaments, also als Expertin, Ich bin wirklich maßlos vom Euro enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich denke mal, das ist eine klare Pleite. Und ich denke, es muss ein neues Zahlungsmittel geben, denn in Zukunft wird in Europa kein Mensch mehr mit Geld bezahlen. Das ist so meine Spekulation. Ich denke, Geld verdirbt ja auch den Charakter, sagt man so schön. Und ich habe die neue Währung, die Alternative, gleich mitgebracht. Wir sind gespannt, meine Damen. Das ist die Alternative, Herr Lück. Schauen Sie sich an. Das ist das Geld der Zukunft. Es wird kein Geld mehr geben, sondern dies hier. Sind das Bananenchips? Ja, ich würde das anders sagen, das ist Chiquitalino, so nennen wir das. Besteht tatsächlich aus Bananen, ja, und das ist die neue Währung für Europa. Vielleicht nennen wir das Ding auch noch Chiquitalino Euro, wir wissen es noch nicht genau, aber so sieht das aus in Zukunft. Ja, das ist sehr interessant. Und das hat Ihre Kommission nun erarbeitet. Ja, in mühevoller Kleinstarbeit, Herr Lück, ja, aber das interessiert ja die Menschen nicht, was wir da arbeiten tagtäglich und nächtelang. Ja, genau, und wir alle haben immer gedacht, die Euro-Kommission, die machen nur Blödsinn, hahaha. Ja, da können Sie mal sehen, Herr Lück. Aber dafür bin ich ja da, um die ganze Sache transparenter zu machen. Ja, ist gut. Also ich verstehe. Aber nur mal zurück zu Ihren Bananenchips. Ja, Sekunde, Sie wissen doch, wie das Ding heißt. Zu dem Chiquitalino, ja, von mir aus. Also, wie schaffen Sie es denn, dass die Bananen, Chiquitalino, seinen Wert behält? Ich meine, immerhin werden doch weltweit Bananen angebaut. Da gibt es selbstverständlich einen Plan, Herr Lück, da haben Sie gut aufgepasst. Mhm. Durch Rodung sämtlicher Bananenplantagen, die nicht in der Hand der EU sind, möchten wir den Wert natürlich ins Unermessliche steigern. Das verschafft Europa einen wahnsinnig guten Platz in der Welt. Da wird natürlich Amerika dumm aus der Wäsche gucken. Der Dollar, der gerät komplett ins Abseits. Das ist so eine Art Bananenflanke, wenn ich das mal ganz salopp sagen darf. Ja. Eine sehr, sehr, sehr tolle und ausgefallene Idee. Jetzt wird aber der eine oder andere sagen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, dass sie die Kommission nicht mehr alle auf dem Senkel hat. Hä? Ja. Ja, das hat uns aber noch nie in irgendeiner Form interessiert. Beschluss ist Beschluss. Gut, also Sie vernichten also weltweit alle Bananenplantagen, um den Wert der neuen Währung zu festigen. Ich habe da mal eine kleine, vielleicht etwas absurde Frage, aber Sie besitzen nicht zufällig eine kleine, lauschige Plantage irgendwo? Herr Lück, da müssen Sie sich gar nicht so ranschmeißen. Das ist aber privat, das hat hier nichts, also ich jetzt in meinem Privat... Gut, ich habe eine Plantage, gut, jetzt ist raus. Nun, aber, Herr Lück, da muss ich dazu sagen, das ist meine Arbeit, das ist transparent. Was sagen Sie jetzt? Sind Sie zufrieden? Ja, zufrieden kann ich nicht sagen, aber naja, gut. Also, ja. Wissen Sie, ob ich nun eine Plantage besitze oder nicht, das hat ja überhaupt nichts zu bedeuten, nicht? Natürlich nicht. Wer kommt denn auf sowas? Was viel, viel wichtiger ist, Herr Lück, ist doch, dass inzwischen schon Fälschungen dieser neuen Währung aufgetaucht sind. Und das empört mich jetzt wirklich, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal, Herr Lück, ich habe Ihnen das mitgebracht. Aha. Also, das sind sogenannte Chiquitalinos aus dem Osten. Da muss ich jetzt ein bisschen wühlen hier in meiner Tasche. Hier, und das ist für mich wirklich kriminell. Und darauf sollten Sie Journalisten sich einmal konzentrieren und nicht die Arbeit hier von unserer Kommission da unter die Lupe nehmen. Das ist doch wirklich die Sie ihre haben mein Arbeit. Vollstes Mitleid, ja, da freue ich mich ja sehr. Noch einmal bitte auf Ihre Bananen. Sie wissen, wie das heißt. Auf diesen Chiquitalino, ja. Wie soll denn die Einführung vonstatten gehen? Hä? Das ist ganz einfach, Herr Lück. Ich werde persönlich anordnen, dass rechtzeitig alle vorhandenen Bananenvorkommen in der Bundeszentralbananendruckerei eingelagert werden und dann vom Ausgabetag an erhältlich sind für jeden Bundesbürger. Jeder Bundesbürger erhält dann also ein Startkapital und da sind alle gleichberechtigt. Ihre Kommission scheint ja wirklich jeden Chiquitalino wert zu sein. Wissen Sie was, ich habe im Grunde schon den genauen Betrag für Sie da. Da können Sie sich das mal anschauen. So. Aha. Das ist Ihr Startkapital, Herr Lück. Och. Das müsste eigentlich so stimmen. Legen wir das mal hier hin. Hier die Ostwährung nehmen wir mal wieder zurück. Und dann kriegen Sie noch das dazu. Und dann stimmt das so. Was ist denn das? Das ist ja Bananenmatsch. Jetzt mal ganz vorsichtig. Das sind Ihre 32 Chiquitalinos und ein paar zerquetschte. Das ist für Sie, Herr Lück. Das ist für Sie, Heide von Banks mit einer europäischen Banalität. Psychologen haben Erstaunliches über die Lernfähigkeit
von Kindern herausgefunden, so sollen die Sprösslinge reicher Eltern deutliche Vorteile in puncto Rechtschreibung haben. Schließlich können sich die meisten eine Sekretärin leisten. Wie man auch ohne viel Geld in den Genuss von Luxusartikeln kommt, das erfahren Sie in unserer Rubrik Hansis Tricks. Der Bundesfinanzminister rät. Tipp Nummer 1. Sie wollen mal wieder eine Zigarre genießen, aber die Schachtel ist leer. Kein Grund zur Verzweiflung. Greifen Sie einfach auf vorhandenes Schuhwerk zurück. Aromatisiertes Leder gefährdet Ihre Gesundheit genauso wie eine stinknormale Havanna. Unterhaltungsmedien sind eine schöne Sache, um sich den Alltag etwas bunter zu färben. Doch teuer müssen sie nicht sein. Arminia Bielefeld hat schon wieder verloren. Tipp Nummer 2. Unterhalten Sie sich doch einfach selbst. Denn Ihre Fantasie ist unbezahlbar und so bleiben Sie auch verschont vom Elektrosmog. Das waren wieder zwei nützliche Tipps aus dem Bundesfinanzministerium. Und nächste Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ein paar ausgedienten Brennstäben das kostspielige Chemiestudium Ihres Sprösslings ersetzen können. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow, welchen Nervensägen man im Restaurant begegnen kann, das Comedy-Duo Mundstuhl und Ihr Lieblings-Quizmaster Walter mit seiner Show. Alles mit dem Mund. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind unsere weiteren Themen. Rührend. Freunde nehmen Abschied von Lothar Matthäus. Schade, Spice Girls sind nur noch zu dritt. Und endlich, Österreich hat jetzt auch einen Maschendrahtzaun. In den USA, meine Damen und Herren, haben Astrophysiker eine äußerst delikate Entdeckung gemacht. Die Sternenforscher beobachteten Himmelskörper, die die Venus passieren. Das Erstaunliche, ihr Schweif wurde länger. Noch mehr aus dem interessanten Bereich der Physik erfahren Sie jetzt in unserem Wochenshow-Ratgeber. Dank Einsteins Relativitätstheorie wissen wir, dass Zeitreisen theoretisch möglich sind, wenn wir uns nur schnell genug bewegen. Zu einem Genie in Sachen Physik hat sich auch Theo Weigel entwickelt. Dank seiner Berechnungen hat er den Aufprallpunkt von Kloschüsseln bei konstanter Geschwindigkeit exakt feststellen können. Mithilfe anderer physikalischer Gesetze ist es möglich, die Grenzen des Körpers exakt festzustellen. So kann man im sogenannten Zentrifugentest die genaue Belastbarkeit des Körpers berechnen. Ein altes physikalisches Gesetz besagt, dass die Schwerkraft alle Gegenstände nach unten zieht. Dies kann sich unter Umständen auch zu ihrem Nachteil auswirken. Besonders intensiv treten physikalische Kräfte bei Kindern auf. Dabei handelt es sich aber fast immer um Reibungsenergie. Nicht nur viele Frauen geben ihr Geld für teure Kleider aus. Auch immer mehr Männer stecken ihr Geld in teure Designersackos, genau gesagt in die Innentasche. Ein Mann, der sich neuerdings ebenfalls als Modedesigner betätigt, ist Vordenker, Frührentner und Visionär Herbert Görgens. Ich befinde mich hier im Wohnzimmer von Herrn Herbert Görgens. Herr Görgens ist nicht nur Erfinder, Bastler, Tüftler, nein, er ist jetzt auch unter die Modemacher. Ciao, hallo Tarau, von mir aus hier, an die Geräte zu Hause und an die Ilse von Sparmark. Die sieht nämlich in ihren Kittel genauso gut aus wie Claudia Schifferone. Herr Görgens hat uns eine Innovation auf dem Gebiet der Herrenmode vorzustellen. Es ist nicht nur ein Zeichen an alle Modemacher, sondern auch an alle Modebewussten. Und an meinen Nachbarn Heinz. Der trägt nämlich mal so breite Schlipse, dass man nicht weiß, ob sie quer oder längs hängen. Gut, also, was Herr Görgens uns vorstellen möchte, ist der erste Herrenanzug, der wirklich jedem passt. Ja, ob groß, ob klein, Görgens kleidet alle an. Moment, muss es denn dann nicht ein heißen? Stimmt! Ein Görgens kleidet alle an! Gut, also Herr Görgens, dann zeigen Sie uns doch bitte mal Ihren Maßanzug. Da muss ich holen, soll ich? Ja, nun bitte. Also! Hier
hier, das ist er. Das ist mein Maßanzug. Oh. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ein ja, schlüpfst du doch mal rein, junger Mann. Gut, gut. Kommen Sie her. Mhm. Das ist erste Wahl. Mhm. Und passt wirklich jedem. Sehen Sie, passt doch wie angegossen. Na, also ich glaube, mir ist er wirklich in der Tat ein bisschen zu groß. Ja, das trägt man aber heute so. Das ist doch was für ein Übergang. Das trägt man. Schauen Sie mich doch an, Herr Görg. Das ist doch kein Maßanzug. Dann greifen Sie mal in Ihre Innentasche rein. Ja. Innentasche? Sehen Sie, jetzt ist es ein Maßanzug. Oh Gott, so ein Schwachsinn, Herr Görges. Ich habe aber auch noch was anderes für die Modebranche erfunden. Was denn noch? Hier. Ein Bild von einem V? Was soll das denn jetzt? Nee, das ist doch kein ganzen V. Das ist ein V-Ausschnitt. Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenshow. Aber wieso denn nicht? Und nun der Nachrichtenüberblick mit der Frau, die modisch immer auf der Höhe ist. Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Altkanzler Helmut Kohl denkt gerne mal an seine Amtszeit zurück. Das zeigte sich bei einer Begegnung mit dem ehemaligen Innenminister Manfred Kanter im alten Bundestagsgebäude. Blöder Sack. Tich, sag, Vollidiot. Du kannst mich mal kreuzweise stechen lassen. Grüß dich, Manfred. Grüß dich, Helmut. Dürfen wir bleiben? Na klar, hier im alten Bundestag bin immer noch ich der Chef. Deswegen habe ich dich gern hier bei mir. Und was soll ich hier? Mit mir spielen. Kannst du mal mau? Moskau. Der ehemalige russische Staatspräsident Boris Jelzin genießt seinen Ruhestand. Er kann sich nun endlich ausgiebig um seine Enkel kümmern. Gucci, Gucci, Gucci. Hey, lass mir auch noch was. Berlin. In der Bundeshauptstadt konnte ein Millionenbetrüger nicht in das Gefängnis überführt werden. Er war einfach zu dick. Nun muss er die Strafe bei seiner Frau Hannelore absitzen. An der Universität der Hansestadt haben Tierärzte Erstaunliches über Hauskatzen herausgefunden. Nach Ansicht der Experten vertragen die Tiere keinen Alkohol. Rom. Am Donnerstag wurde der deutsche Popstar Sascha vom Papst zu einer Audienz geladen. Dabei äußerte der Heilige Vater dem smarten Sänger gegenüber einen Wunsch. Haben Sie einen Wunsch, Vater? Nicht singen. Bitte nicht singen. Und jetzt die Wettervorhersage mit Gustav Hopper, heute live von der Nordseeküste. Gustav, was macht das Wetter? Meine Güte, hier war es nicht mehr so stürmisch seit der Boden die Elb von Otti Fischer. Bescheuert, was? Ja, einer meiner Besten. Aber jetzt mal ehrlich, hier ist ein dermaßen Orkan, dass man darauf aufpassen muss, dass alle Sachen zusammenbleiben und... Danke, Gustav Hopper. Überblick. Zurück, zurück. Danke. Danke. Mit kühnen Behauptungen, meine Damen und Herren, wollen Werbestrategen die Verkaufszahlen von Gemüse erhöhen. So wurde vor kurzem verbreitet, dass Mohrrüben die Potenz steigern. Das Problem ist nur die Befestigung. In unseren Werbespots geht's wie gewohnt Gesitte zu. Sie kennen das Problem. Der Haushalt scheint sich gegen Sie verschworen zu haben. Ständig fehlt Ihnen das Mineralwasser und Sie wollen einfach keine Kisten mehr schleppen. Aber das ist kein Grund zur Panik, denn jetzt gibt es den Wassermax. So einfach wird's gemacht. Und das Kistenschleppen hat ein Ende. Bestellen Sie jetzt Ihren Wassermax. Ein einfacher Anruf genügt. Das ist so, das ist ein Power.
Dschihad! Der heilige Kampf! Auge um Auge, Zahn um Zahn! Wie Sie wollen, dann machen wir eben Kreuzzüge! Sie kennen die Situation. Krieg! Das gibt Krieg! Auf ihrer Weltfriedenskonferenz will und will einfach keine rechte Stimmung aufkommen? Dann greifen Sie doch einfach zur Konsensmilch. Richtig, Konsensmilch, die mit dem Versöhnaroma. Einfach in den Kaffee, umrühren und fertig. Damit kehren Anstand, Vernunft und gute Laune wieder zurück. Konsensmilch für eine Welt im Konsens. Ich bin Professor Dr. Test. In der kalten Jahreszeit haben viele Menschen Zahnprobleme. Sind auch Ihre Zähne extrem kälteempfindlich? Dann stricken Sie Ihren Zähnen aus Dr. Test Zahnseide einen wärmenden Mundschutz. Dr. Test Zahnseide. Ein edles Garn für sensible Zähne. Japanische Sushi-Bars werden immer beliebter. Ernährungswissenschaftler behaupten sogar, die kleinen Häppchen aus Fisch und Reis machen schlank. Klar, schließlich fällt einem beim Essen mit Stäbchen der größte Teil auf den Boden. In einem Restaurant kann man aber auch ganz andere Dinge erleben. Fräulein Kempener, Gisela, ich möchte Ihnen heute eine Frage stellen, die mir schon seit Monaten auf dem Herzen liegt. Ja, Walter, ich glaube, ich weiß, was Sie... Gisela, wir... Also ich habe ja... Also meine... Entschuldigung, ist dieser Stuhl noch frei? Ja, bitte. Danke. Sehr freundlich. Ich störe Sie doch nicht. Nein, wirklich nicht. Fein, fein. Reden Sie ruhig weiter. Sie wollen noch was sagen. Ja, danke. Gisela, wir kennen uns jetzt schon... Haben Sie sowas schon mal gesehen? Hä? Was hier denn? Sehr witzig. Lassen Sie ihn doch, Walter. Sie wollten mir doch etwas sagen. Ja. Gisela, wir haben... Gisela, wir haben... Schon seit Jahren... Vielleicht... Was fällt Ihnen ein? Oh, ich glaube, die lebt noch. Unterstehen Sie sich? Walter, vielleicht sollten wir besser fahren. Oder besser doch nicht. Kennen Sie russisch Roulette? Sie wahnsinnig, mit was macht man keine Späße? Wieso kann doch gar nichts passieren? Herr Ober, wir gehen zahlen! Es sind doch überhaupt gar keine Kugeln drin! Oh, ich glaube, Ihre Rechnung können Sie vergessen. Das Personal von heute ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das ist aber nichts für kleine Kinderaugen. Gisela, ne? Wollen Sie mich heiraten? Ja. Formel 1-Pilot Michael Schumacher liegt auch in Sachen Eigenwerbung vorn. So machte er in seiner Heimatstadt Kerpen einen Schumi-Fanartikel-Shop auf. Er nennt ihn Kinnladen. Experten in Sachen Rennfahren sind auch Dragan und Alda, alias das Comedy-Duo Mundstuhl. Alde! Dragan, Alde! Du hast Lüge! Alde, Fries. Der reicht jetzt. Konkret reicht der. Ich sage dir, ich bin gut drauf. Weißt. Warum bist du gut drauf? Ich habe schon wieder einen neuen Job. Du hast einen neuen Beruf, oder? Konkret, einen neuen Job, konkret. Konkret, was machst du? Die Dragan, ich sage dir, ich mache jetzt immerhin illegale Autorennen. Weißt. Das ist korrekte Aktion, Alter. Konkret, das ist krass, oder? Wo machst du das? Ich mache das überall, ganz Bundesrepublik. Konkret Berlin, Hamburg, Köln, oder? Frankfurt. Stuttgart auch, oder was? Konkret Stuttgart auch, natürlich. Korrekt, kann ich einen mal mitmachen, oder was? Dragan, konkret, hast du noch deine krasse Auto, oder konkret, was? Konkret, ist noch krasse, Alter. Ich noch sage krasse? Dir, ich habe hier das 295er Schlappi jetzt, weißt du? Vorne nur 225, weißt du? 225? Da habe ich konkret der Ratschetturz, habe ich noch mehr negativ gemacht. Noch mehr negativ? Da habe ich den Differentialdeckel verkrümmt und habe die Achse rot gemalt, weißt du? Rot Achse? Konkret habe ich dann
Neonröhre noch drunter gebaut, weißt du? Komplett, aber noch besser kommt, weißt du? Ich habe eine 32er Lenkrad, Alter. 32? Und noch besser kommt, ich habe die 40 cm Tiefe gelegt, Alter, verstehst du? 40 cm. 40 cm? Komplett, aber das ist ein bisschen Scheißendreck, weißt du? Weil der Reibe, weißt du, der Reibe immer unten in der Radkasten drin, weißt du? Brauchst immer alle 2-3 Kilometer brauchst ein neues Asreifen, weißt du? Hey, Dragan, hast du nicht mehr alle Tassen in deinem Kopf? Das ist der größte Scheißdreck, wo ich gehört habe, wenn der gar nicht mehr fährt. Alde, das ist ultra Kuluk, verstehst Warum du? Warum ist der Kuluk? Alde, verstehst du, der fährt nur noch 600 Kilometer. Verstehst du, brauchst du keinen Fuhrerschein mehr? Das ist der krasseste Rollstuhl von ganz Deutschland, weißt du? Du bist krass! Konkret, Alde. Nicht nur der durchschnittliche Bundesbürger erholt sich derzeit in den Winterferien, auch viele Politiker sind in diesen Wochen für einen Kurzurlaub ins Ausland gefahren. Am häufigsten besuchen sie das Schwarze Meer, Schwarzafrika oder ihre schwarzen Konten. Zum Thema Winterferien sehen Sie jetzt unsere Wochenshow-Erfolgsserie Bonanza. Sehen Sie nun eine weitere Folge der Erfolgsserie Bonanza aus Berlin. Diesmal mit dabei Jürgen Trittin. Jürgen O.W. Möllemann, Rudi die Sportskanone und vielleicht auch mit mir. Tschüss, mit mich heißt es. Ja, hallo erstmal. Ich heiße zwar März, aber noch haben wir Februar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, und das brachte mich auf eine Idee. Was halten Sie davon, wenn wir jetzt einfach alle unsere Sachen packen und in die Berge zum Wintersport fahren? Skilaufen. Schauen Sie mal hier, da will uns jemand 100.000 Mark schenken. Wissen Sie was? Bringen Sie das mal dem Schäuble, aber schön in einen Kuvert stecken, ja? Eine ausgezeichnete Idee ist das, Herr Merz, mit dem Wintersport. Ich bestelle ein Flugzeug der Bundeswehr, dann können wir umsonst dorthin fliegen. Ganz umsonst. Ah, toll. Ich mache eine Schneeballschlacht mit dem Otto Schilly. Boah, was für ein Sauwetter. Wunderbar. Die richtige Gegend zum Fallschirmspringen. Gut, dass ich meine Ausrüstung dabei habe. Schaut mal, ist das nicht der Guido Westerwelle? Ui, das geht aber ganz schön steil bergab hier. Fast wie mit der CDU. Hopp. Hui, ich kann fliegen. Schön. Hoppala. Oh, nochmal, nochmal. Nee, Quatsch. Jetzt kommt der Jürgen. Mein lieber Mann, ist der Arschplatz. Jetzt wird denn hier gar nicht gestreut, oder was? Hoppla. Oh, jetzt habe ich einen fliegen lassen. Ja, den habe ich abgehängt. Ach, das ist ja eine herrliche Aussicht hier oben. Fantastisch. Und das Wetter. Ja, nun, was ist denn da los? Oh Mist, ich krieg die Kurve nicht mehr. Oh, Hilfe, Vorsicht da unten. Oh, aua. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt der Sharping dran. Das kann dauern. Komm, da gehen wir Wurst essen. Hoffentlich erkennt mich keiner unter meiner Maske. Auf geht's. Langsam. Langsam. Oh, oh weia. Hopp. Oh, endlich. Oh, endlich habe ich auch meine Chance genutzt. Na, Bert. Aber nicht schon wieder aufs Auge, gell? Aua. Achtung, eine Durchsage. Die Schanze wird in wenigen Minuten geschlossen. Bitte gehen Sie nach Hause. Vielen Dank. Oh, Menno, und ich darf mich wieder an diese enge Kiste zwängen. Wann kommt endlich die Steuer für Großverdiener? Wann geht der Thierse endlich mal wieder zum Friseur? Und wie viel Geld hat der Schäuble noch im Hemdärmel versteckt? Dies und mehr in der nächsten Folge von Bonanza. Wer, meine Damen und Herren, zur
frühen Stunde das Sat.1 Frühstücksfernsehen sieht, der kennt den Morningstar. Ein Amateurschlagersänger stellt sich den Fernsehzuschauern, die ihn per Telefon noch vor Ende des Liedes abwählen können. Und wie bei Sat.1 der Tag beginnt, so soll er auch aufhören. Hier bei der Wochenshow mit dem Eveningstar. Und da haben wir auch schon unseren heutigen Star des Abends. Begrüßen wir ganz herzlich Herrn Rainer Kreuzer aus Neuss. Hallo, Herr Kreuzer. Herr Kreuzer, schön, dass Sie da sind. Herr Kreuzer, was ist los? Sind Sie nervös? Ein bisschen. Aber mir ist da eben auch ein Missgeschick passiert. Das ist ein bisschen ungünstig. Und zwar habe ich aus meiner Garderobe die Türklinke abgerissen. Drüben. Jetzt bin ich wahrscheinlich schon draußen, ne? Nein, Sie sind nicht draußen. Das kann doch jedem mal passieren, Herr Kreuzer. Gar kein Problem, ja? Habe ich aber Glück gehabt. Ja, natürlich. Aber Herr Kreuzer, wollen Sie nicht vielleicht den Leuten im Publikum vorstellen? Ja, bitteschön. Ja, ich bin der Rainer Kreuzer. Ja. Hallo. Mehr noch vielleicht? Ja. Hier ist die Kamera, Herr Kreuzer. Ja, bitteschön, ja. Ich komme aus Neuss. Ja, bitte, ja. Bitte, ach, noch mehr. Ich dachte, bitte. Ja, ich habe eine, ich singe gerne, ich habe eine große CD-Sammlung. Ich beobachte sehr gerne Fliegen. Ist gut, Herr Kreuzer, ist gut. Sehr schön. Das war wahrscheinlich zu viel. Bin ich jetzt schon raus? Nein, Sie sind nicht raus. Nein, bleiben Sie, Herr Kreuzer. Denn wir kommen jetzt natürlich zum Wesentlichen, Herr Kreuzer. Sie kennen ja die Regeln, Sie, meine Damen und Herren, zu Hause auch. Wenn Sie, Herr Kreuzer, anfangen zu singen, dann haben die Zuschauer die Möglichkeit anzurufen und sich für Sie oder gegen Sie zu entscheiden. An dieser Lichtsäule, meine Damen und Herren, sehen Sie, wie weit Herr Kreuzer ist. Ja? Je mehr anrufen, umso höher steigt das Licht. Ist alles im unteren grünen Bereich, dann, Herr Kreuzer, können Sie weiter singen. Ja? Wenn es dann den gelben oder geschweige den roten Bereich erreichen sollte, bei Rot brechen wir die Vorführung ab. Somit haben die Zuschauer votiert und Sie sind leider dann wirklich raus. Herr Kreuzer, noch Fragen? Nein, alles klar. Alles klar, wunderbar. Dann sagen Sie uns noch, was Sie singen werden. Words don't come easy. Wunderbar, meine Damen und Herren, der Wochenshow Evening Star Rainer Kreuzer, bitteschön. Words don't come easy to me. This is the... Oh. Herr Kreuzer, was... Ich glaube, ich hab den Einsatz nicht gefunden. Bin ich wahrscheinlich raus was jetzt. Ist das? Nein, Sie sind nicht... Herr Kreuzer, das ist gar kein Problem. Machen Sie bitte weiter. Ja, nur Mut, okay. Herr Kreuzer. Frisch dabei. Alles klar, Herr Kreuzer. Bitte weiter. Dann weiter bitte mit der Musik. Ja. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I'll... Ja, es war jetzt mittendrin. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man einsetzt. Vielleicht... Nein, Sie sind nicht raus, Herr Kreuzer. Nein, Herr Kreuzer. Die Leute haben Sie doch noch gar nicht abgewählt. Sehen Sie mal, ja. Entspannen Sie sich, seien Sie nicht nervös und machen Sie weiter. Weiter mal von vorne, Herr Kreuzer, ja. Wunderbar, Sie sind noch drin, Herr Kreuzer. Bitte schön, Herr Kreuzer, meine Damen und Herren. Von vorne. Earth, don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Words don't come easy. Words don't come easy. Schade. Das war die Hupe. Schade für unseren Evening-Star, Herr Kreuzer aus Neuss. Das haben Sie sehr schön gemacht, Herr Kreuzer. Aber wir haben gesehen, das rote Licht hat aufgeblinkt. Nein, hören Sie bitte auf, Herr Kreuzer. Es ist Schluss, Sie sind raus, Herr Kreuzer. Nein, Herr Kreuzer, bitte, das war's, Herr Kreuzer. Bitte hören Sie auf. Herr Kreuzer, verdammt nochmal, hören Sie bitte auf nochmal. Sie sind, Herr Kreuzer, es ist vorbei. Die Leute haben, bitte, Security bitte. Ja, meine Damen und Herren, tut mir leid, das war Herr Kreuzer, Herr Rainer Kreuzer aus Neuss. Er hat sich bemüht, aber Sie sehen, Sie haben ihn abgewählt und deswegen darf ich Ihnen ankündigen, meine Damen und Herren, was Sie gleich noch dazu haben. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow Ihren Lieblings-Quizmaster Walter mit seiner Show Alles mit dem Mund. Also, bleiben Sie dran! Ja.
zurück zur Wochenshow, meine Damen und Herren. Für viele Ausländer wird Deutschland als Urlaubsziel immer beliebter. Gerade Amerikaner zieht es mehr und mehr nach Good Old Germany. Die meisten wollen nur der Matthäus zum Bleiben überreden. Der Deutsche selber will im Urlaub stets dahin, wo es warm ist. Hallo, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich möchte gerne verreisen. Am liebsten irgendwo, wo es warm ist. Also nach Italien zum Beispiel. Italien? Das gibt es schon seit 2 Jahren nicht mehr. Einfach in die Luft geflogen. Wahrscheinlich ein Anschlag der Mafia. Oh, das wusste ich gar nicht. Naja, es gibt ja noch andere Ziele, nicht wahr? Dann möchte ich lieber nach Spanien. Spanien? Ja, sind Sie verrückt? Da ist doch schon ewig tiefster Winter, 64 Grad unter Null. Die Klimaverschiebung verstehen Sie aber gut, gut. Wenn Sie mit erfrorenem Pinguin am Strand liegen wollen, bitte, 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 bitte. Oh nein, lieber nicht. Was ist denn mit Frankreich? Frankreich? Lesen Sie keine Zeitung? Ich zeige Ihnen Frankreich. Hier, das ist Paris nach dem Meteoriteneinschlag. Das sieht ja furchtbar aus. Lassen Sie laut sagen. Was ist denn mit Portugal? Verschwunden. Und Ungarn? Versunken. Dänemark? Kaputt. Pommerland? Abgebrannt. Ja, haben Sie denn überhaupt nichts mehr für mich? Ich habe da was ganz speziell für Sie. Ein kleines Zimmer, wo es warm und trocken ist, 23 Grad im Schatten, nette Leute und angenehme Atmosphäre. Oh, das klingt gut, das nehme ich. Na, großartig, mach 3.500 Mark ohne Flug. Ich freue mich schon. Ja, dann kommen Sie mal mit. Wie jetzt? So. Bitte sehr. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Übermorgen, meine Damen und Herren, ist Valentinstag. Der Tag, an dem sich alle Verliebten hübsche Geschenke machen. Rudolf Mooshammer zum Beispiel besorgte für seine Daisy den prächtigen Bildband Kulturgeschichte der Sodomie. Das veranlasste uns, noch einige weitere Prominente zu fragen, was bekommt ihr Partner von Ihnen zum Valentinstag? Prinz Ernst August von Hannover erklärte, Caroline kriegt ein Pfeilchen und wenn sie meckert, gleich noch eins. Hannelore Kohl sagte, einen Strauß Nesseln, da setzt sich Helmut so gerne rein. Und Heiner Lauterbach versprach, Jenny bekommt von mir ein Feigenblatt für den Mund. Traditionell, meine Damen und Herren, werden am Valentinstag wieder Autorücksitze, Parkbänke und Stundenhotels überfüllt sein von Pärchen, die auch unterhalb der Gürtellinie romantisch sein wollen. Wir haben 100 Liebhaber gefragt, warum machen Sie es sich mit Ihrer Geliebten nicht zu Hause gemütlich? Da wäre meine Frau dabei und einen Dreier finde ich unmoralisch, sagt 29%. Gemütlichkeit mit einer Frau, das ist ein Widerspruch, meinten 4%. Und 67% erklärten, unsere Wohnung ist zu klein, sie kann immer nur kommen, wenn ich nicht da bin. Gerade die letzte Antwort wirft ein sehr, sehr schlechtes Licht auf den modernen Wohnungsbau. Wir haben recherchiert und sind auf 10 weitere Anzeichen gestoßen, an denen Sie erkennen, dass Ihre Wohnung zu klein ist. Auf Platz 10, Ihr Wohnzimmer wird 3-mal am Tag von der Post geleert. Auf der 9, um den Müll rauszubringen, müssen Sie nur den Arm ausstrecken. Auf Platz Nummer 8, Ihre Mitbewohner haben einen Vollbart, Zipfelmützen und singen Hi ho, hi ho. Auf Platz Nummer 7, Sie können Ihre Wohnung nur per Kaiserschnitt verlassen. Auf der 6 waren Sie erkennen, dass Ihre Wohnung zu klein ist. Für eine Erektion müssen Sie auf den Balkon gehen. Auf Platz Nummer 5, wenn Sie im Keller stehen, können Sie aus der Dachluke schauen. Auf der 4, Sie werden vom Einbrecher erschossen, weil Sie Ihre Hände nicht hochnehmen können. Auf Platz Nummer 3, auf Ihrer Tür steht, keine heiße Asche einfüllen. Auf Platz Nummer 2, Sie können Fischstäbchen nur hochkant braten. Und das deutlichste Anzeichen dafür, dass Ihre Wohnung zu klein ist, ist auf Platz 1, Sie laden Barbie und Ken zum Essen ein. Das war Trend in Prozent für diese Woche. Wir unterbrechen die Wochenshow für eine wichtige Mitteilung. Verteidigungsminister Rudolf Scharping vermisst seit 2 Tagen ein Kampfflugzeug der Luftwaffe. Hier ein Phantombild. Das RTL-Quiz Wer wird Millionär schlägt derzeit alle Zuschauerrekorde. Dabei will Quizmaster Günther Jauch in seinem atemberaubenden Ratespiel nur eines. Selbst Millionär werden. Dass ein Quizmaster auch ehrbare Motivationen haben kann, das sehen Sie an Walter und seiner Show. Alles mit dem Mund. Ha, 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 ha.
Morgen! Hallo und herzlich willkommen zu Alles mit dem Mund. Der Show, die ein Knaller ist. Ach, was sag ich? Die Show, die ein ganz schöner Knaller ist. Nur au, au, au. Ach, ihr seid wunderbar. Auch heute haben wir wieder zwei Kandidaten, nämlich Gabi und den Frank. Und wir beginnen mit der ersten Runde und denken Sie daran, alles mit dem Mund. Nennen Sie mir eine Stadt, die mit dem Mund zu tun hat. Los geht's. Gabi? Dortmund. Schade, Gabi. Dortmund ist zwar richtig, aber leider haben Sie den Buzzer falsch gedrückt. Sie hätten es mit dem Mund tun sollen. Es heißt doch alles mit dem Mund. Ach, so ist das Spiel. Da muss ich hart sein. Frank, nennen Sie mir doch eine Stadt. Hm? Essen. Richtig, Frank, denn Essen tut man mit dem Mund. Alles mit dem Mund, 10.000 Mark für Sie. Wahnsinn. Wahnsinn. Toll, wirklich, Frank, das haben Sie toll gemacht zum Einstieg direkt. Sie sind wirklich eine Wucht. Wie konnten Sie das wissen? Kommen Sie etwa aus Essen? Arrivo, ich komme aus Cuxhaven. Aus Cuxhaven, Wahnsinn, das sind nochmal 100.000 Mark, denn jedes Kind weiß, in Cuxhaven mündet die Elbe. Denn es heißt ja, alles mit dem Mund, bravo. Fantastisch, wirklich toll, Frank. Ich mag Sie jetzt schon, das muss ich sagen. Ah, Gabi, waren Sie schon mal in Cuxhaven? Ja, früher mal mit meinen Eltern. Früher mit den Eltern, das tut mir leid. Was? Warum? Gabi, wären Sie mit Ihrem Vormund da gewesen, hätten Sie 1 Million Mark gewonnen. Tja, Sie wissen doch, es heißt alles mit dem Mund. Sie sind aber wirklich ein Pechvogel. Es tut mir leid, Gabi, aber da muss ich hart bleiben. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen Glück in der nächsten Runde. Aufgepasst, wir kommen jetzt zu unserer mundmunteren Malrunde. Mensch, Walter, du bist heute wieder schweinegut drauf. Gabi, Frank, Sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit, alles zu zeichnen, was Ihnen zum Thema Mund einfällt. Aber denken Sie daran, alles mit dem Mund. Los geht's. So, die 10 Sekunden sind vorbei. Gabi, wollen wir doch mal schauen? Gabi, können Sie mir vielleicht erzählen, was dieses Gekrakel mit dem Mund zu tun hat? Hätten Sie nicht vielleicht doch Ihren Stift in die Hand nehmen sollen? Na schon, aber... Ah, Sie glauben, ich mache das hier zum Spaß. Bitte, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Gabi, jetzt halten Sie doch endlich mal den... Mund! Gabi hält den Mund. Das ist richtig, meine Damen und Herren. Ja! Sie hat was gewusst. Unglaublich, sie hat es gewusst, aber leider hat sie den Mund nicht gehalten und dabei ist sie wieder bei Null. Schade. Es heißt ja, alles mit dem Mund, so ist das Spiel, so sind die Regeln. Ich frage Sie, Frank, was haben Sie gezeichnet? Entschuldigen Sie, Frank, aber was ist das? Das ist eine Höhle. Eine Höhle? Eine Mundhöhle. Eine Mundhöhle! Ist der nicht toll, der Frank? Ich wusste, er ist ein toller Kandidat, der absolute Wahnsinn. Ach, Sie würden mich nicht enttäuschen, das habe ich gewusst. Und damit geht auch diese Runde und weitere 1 Million Mark an Frank, meine Damen und Herren. Es macht wirklich Spaß mit Ihnen, das sage ich Ihnen. Eine Frage an Gabi noch. Finden Sie das gerecht? Nein, das finde ich ungerecht. Ja, Gabi, das nutzt Ihnen jetzt auch nichts mehr. Frank, wie fanden Sie das Spiel? Ich fand es mundgerecht. Nein, er überrascht uns aber auch immer wieder, der Frank. Mundgerecht ist richtig, denn wir sind über alles mit dem Mund nochmal. 1 Million Mark für Frank, oder? Tja. Normalerweise würde ich das nicht tun, aber ich mag Sie wirklich. Ich mag Sie wirklich. Damit sind Sie alle für einmal raus, Gabi. Das tut mir wirklich leid, Frank, Sie alter Absahner. Sie sind wirklich der Gewinner des heutigen Abends. Und Sie haben insgesamt 2.110.000 Mark auf dem Konto. Frank, ich muss Sie fragen, was machen Sie mit dem Geld? Die hau ich auf den Kopf. Schade, Frank, Sie hätten drauf pfeifen müssen. Und damit sind Sie wieder bei Null. Das war alles mit dem Mund. Tja, liebe Zuschauer, wenn Sie mal bei uns dabei sein wollen, machen Sie nur den Mund auf. Tschüss, euer Walter. Ja, das macht Spaß, nicht wahr? Alles Gute. Das hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Wir haben es alle mitbekommen, meine Damen und Herren. Verona Feldbusch hat einen neuen Freund. In einem Zeitungsinterview sagte Verona, sie schätze an ihm besonders, dass er gut im Bett ist, toll zuhören kann und mit ihr intellektuell auf einer Linie ist. Ein Bild von dem glücklichen Pärchen sehen Sie exklusiv in der Zeitung von morgen. Das war die Wochenshow. Und wenn Ihre Hühner schon lange nichts mehr zu lachen hatten, meine Damen und Herren, dann klicken Sie uns einfach an unter www.wochenshow.de. Und zum Schluss zeigen wir noch einige Szenen über sich selbst. Helmut Kohl, nicht schweigen. Könnt. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
wieder ruhig, ne? Und bekommst du bitte Manfred die Hüse. Ja, das ist doch sehr schick. Ja, totschick. Stichwort Kälte. Was halten Sie davon? Also ich finde es echt... der von dem Fernseher Schase Sache. Was hast du gesagt? Nix, was nochmal? Ich hab Scheiße nicht verstanden, Entschuldigung. Finder, Bastler und Tüftler ist jetzt auch unter die Modemacher. Nee, du warst stehen geblieben. So, gleich sehen Sie noch die lustigsten Szenen dieses Winters. Verpassen Sie danach nicht das verrückte Hotel, 40 Towers. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Samstag und kommen Sie gut durchs Wochenende.